lohnt sich richtig. Echt ist bis 18 Uhr hier und noch nicht hier gewesen. Weil hier ist ja auch nur Call of Duty. Das ist ja bei Nvidia auf PC viel besser. Mit T-Shirt und Energy Drink und hier nicht hier. Konsole. Dann auch noch anstehen hier. Nee. Da gibt's nicht. Was ist das hier? Destiny. Auch Ubisoft Destiny, oder? Ubisoft Destiny, oder? Destiny ist von Ubisoft, oder? Weil da kann ich auch nicht spielen. Nur Steam. Battlefront ist Ausnahme. Dark Souls. Geht ja meistens ab. Oh, die schlafen hier ein. Ja, er geht ein bisschen schneller ab. Oh, guck mal, hier kommt der Waffelgruf her. Was ist das denn hier? Irgendwas von irgendwas, keine Ahnung. Wollen wir holen? Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier holen oder von der anderen. Aber guck mal, lass mal einmal kurz da hingehen. Welcome. Das ist noch gar nicht die EA-Halle, das ist Starcraft. Die waren wir echt noch nicht. Stimmt, wir sind auf Essen gegangen, bevor wir den Call of Duty-Stand ansehen wollten. Hier ist aber auch kacke. My Heroes of the Scheiße ist auch da. LOL Abklatsch. In der Mitte der Show etwa nach einer halben Stunde oder 20 Minuten. Was macht der da? Hab ich Scheiße. Da ist die Artwork. Reaper of Souls, kennt ihr die Erweiterung für Diablo 3, die auch ganz großartig sind. Da sind einige Elemente drin, die man sich kann und so ein paar Fragen stellen kann. Scheiße, Heroes, ne? Ja, Heroes. Der zweite Teil dieser Präsentation beinhaltet schon erste Konzeptzeichen des nächsten Patches von Diablo 2 2.1. Da sind schon einzelne Zeichen drin. Die sind nicht so ausgearbeitet, aber die sind geben einem schon so ein bisschen den Eindruck davon, was tatsächlich in diesem Patch dann zu sehen sein wird. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, fragt die den künstlerischen Teil, den grafischen künstlerischen Teil. World of hat nicht so viele Fähigkeiten. Das ist bei Diablo trifft. Oh, hier kann man Maus vom Gamefill. Endlich mal was, wo man was vom Game filmen kann. Aber gerade das, was ich mal hier erkennt. Und die Halle ist vorbei.